RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH. Einfach näher dran. Jetzt bei RFH aktuell am Mittwoch. Das sind unsere Themen heute. Auf die Plätze, fertig, los. Finale der Kindersprints auf dem Fischmarkt. Neue Kita für kleine Strolche. Investorenmodell in Redebar macht es möglich. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Immer häufiger werden insbesondere ältere Bürger Opfer von Trickbetrügern. Am 23. August kam es in Halberstadt zu einem solchen Fall. Zwei Frauen mit südländischem Aussehen und gebrochenem Deutsch sprachen einen 75-jährigen Mann an und baten um eine Spende. Der Rentner öffnete daraufhin sein Portemonnaie, eine Frau griff hinein, entnahm einen 50-Euro-Schein und verschwand unter dem Vorwand, wechseln zu müssen. Die Frau kam nicht wieder. Dies ist nur ein aktuelles Beispiel, aber die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Unter einem Vorwand wird besonders bei älteren Menschen versucht, dass diese ihre Geldbörse herausholen. Geschickt und schnell wird dann das Geld aus dieser entnommen, danach sind die Täter mit dem Geld verschwunden. Die Polizei weist daher nochmals eindringlich darauf hin, vorsichtig zu sein. Lassen Sie sich von fremden Personen nicht irritieren oder in ein Gespräch verwickeln, bei dem es um Geld geht. Lassen Sie sich nicht auf Geldwechsel oder Spenden ein. Behalten Sie Ihre Wert- und Geldgegenstände nah am Körper. Auf die Plätze, fertig, los! Finale der Kindersprints auf dem Fischmarkt. Der Halberstadtwerke Kindersprint gipfelt in einem riesigen Familienfest auf dem Halberstädter Fischmarkt. In den Vorentscheiden in den teilnehmenden Grundschulen nahmen über 980 Mädchen und Jungen teil. Beim großen Finale sind es noch 230 Kinder in vier verschiedenen Wettkampfklassen. Das darum entstandene Familienfest lockte ca. 600 Besucher. Das ist ein tolles Familienevent und ich glaube, das sind Veranstaltungen wie diese, die Halberstadt liebenswert machen. Und da wollen wir natürlich auch als Halberstadtwerke unseren Beitrag leisten. Was gibt's Schöneres als ein Kinderlächeln, wenn Spaß und Bewegung noch zusammenkommen? Das ist dieser präventive Charakter vom Halberstadtwerke Kindersprint. Man sieht's ja, es zieht Opas, Omas hierher, Eltern und die Kinder. Und wenn die ganz viel Spaß haben, dann sind auch wir als Unternehmen natürlich total glücklich, ja. Unter strahlendem Sonnenschein geben die Kinder alles und werden durch lautstarkes Klatschen von Zuschauern wie Oberbürgermeister Andreas Henke angefeuert. Der beste Läufer im Finale ist Oskar Töpke mit einer unglaublichen Zeit von 5,763 Sekunden. Trotzdem war der Viertklässler nicht das schnellste Kind. Am schnellsten bewegte sich Johanna Keil durch den 16-Meter-Parcours. Mit der unglaublichen Leistung von 5,749 Sekunden darf sie sich nun offiziell als schnellstes Kind von Halberstadt bezeichnen. Für die Kinder und Zuschauer bedeutet das Fest ein toller Tag und ganz viel Spaß. Das steht natürlich im Vordergrund. Der positive Nebeneffekt, auf den die Aktion Kindersprint zielt, dass Kinder sich wieder mehr bewegen, wird ebenfalls erfüllt. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Donnerstag, dem 29. August, wird der Himmel bei gemäßigten Temperaturen wolkig sein. Morgens wird es bewölkt bei 18 bis 28 Grad. Bei warmen 25 bis 29 Grad wird es in den Mittagsstunden verhangen und windig. Am Abend ziehen einige Wolken bei 20 bis 24 Grad ab. Der Himmel bleibt bei 17 bis 19 Grad über Nacht bedeckt. Die Aussichten für den Freitag sind wolkig bei etwa 20 Grad. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank.
Ja, ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Ganz in deiner Nähe bringen wir die Zukunft zu dir nach Hause. Wir von Heuer und Sack bringen euch schnelles Internet, Fernsehen und Telefon. Neue Kita für kleine Strolche. Investorenmodell in Redebar macht es möglich. Ein großer Wunsch vieler Einwohner ist in Erfüllung gegangen. Ein heller, freundlicher und gut ausgestatteter Bau ist in Rekordzeit von 11 Monaten und im Kostenrahmen von 2,2 Millionen Euro in Redebar entstanden. Seit 2010 ist Redebar ein Ortsteil von Wernigerode. Viele junge Familien haben hier gebaut, die Kindergartenplätze werden knapp und die alte Einrichtung ist in die Jahre gekommen. Nach dem Krieg wurde hier die Sorge um die Kinder groß, weil die Mütter mussten ja alle auf die Felder. Und so wurde ein sogenannter Erntekindergarten in Redebar gegründet. Und in der ehemaligen Schule, jetzt Dorfgemeinschaftshaus, wurde dann unter Leitung von Martha Kascher der Erntekindergarten gegründet. Dann 1953 hat man sich entschlossen, diesen Bau noch ziemlich einfach, nicht so wie heute, gebaut. Und wir begannen mit ungefähr 15 bis 20 Kindern diese Einrichtung zu gründen, zu bauen, ein Jahr. Damals im NRW, also noch mit Händearbeit, freiwillig, weniger vom Staat unterstützt, bis auf die Baumaterialien von der Gemeinde. Und so begannen die Eltern sorgfrei auf den Feldern dann ihre Arbeit zu tun. Das entwickelte sich dann weiter. Es wurden 30 Kinder, dann bei der Wende ungefähr 25 bis 30 Kinder. Und wir haben Anbauten vorgenommen, damit die entsprechende Quadratmeterfläche für die Kinder da waren, damit die Erzieher bessere Unterhaltung hatten und so weiter. Also bis heute hat sich das gut entwickelt, aber leider war Bautechnik nicht der Stand damals gegeben wie heute. Und so ist es heute aus verschiedenen Gründen notwendig, das neu zu machen. Ein An- und Umbau ist aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Hauses nur mit sehr hohen Kosten verbunden. Und da entschied sich die Stadt für einen Neubau auf der davorliegenden Wiese. Es war der 24.10.2017, als im Stadtrat von Wernigerode, also im Oktober vor 2 Jahren, mit großer Mehrheit der Beschluss gefasst wurde, die Kita Redebar zumindest zu erneuern bzw. auch neu zu bauen. Da waren 4 Varianten im Spiel, die zu prüfen waren. Und eine der Varianten war das Investorenmodell durch die Stadtwerke Wernigerode. Das war schon erstmal für uns Neuland und eine Herausforderung. Wir haben begonnen, dieses zu prüfen, dieses Vorhaben, inwieweit das möglich ist. Und am Ende haben wir dann auch das gewünschte Angebot an die Stadt abgegeben. Und zwar war das dann im ersten Quartal 2018. Also zu Beginn 2018 waren wir soweit, alles war durch. Wir konnten unser Angebot an die Stadt vorlegen. Dann hat es gar nicht lange gedauert. Am 23.03. wurden wir dann durch die Stadt beauftragt, einen Kauf- bzw. Mietvertrag, Kaufvertrag für das Grundstück und einen Mietvertrag für das Objekt vorzulegen. Auch da mussten wir natürlich dann, um das ganz konkret alles unterschriftsreif hinzubekommen, unsere Vorarbeiten leisten. Das war soweit zum 3.9. erledigt. Und am 3.9. haben Herr Gaffert und ich den Notarvertrag unterzeichnet zum Kauf und zur späteren Vermietung. 4 Wochen später, am 8.10., war bereits Baubeginn.
2018, also ein Jahr nach Beschluss. Und am 30.06.2019 sind wir vorzeitig fertig geworden mit diesem Bau. Und das im vorgegebenen Kostenrahmen. Wir betreuen in der Stadt mit unseren eigenen Einrichtungen, aber auch im Rahmen der Einrichtungen von freien Trägern inzwischen weit über 2000 Kinder. Und ich sage das immer wieder gern, Kinder sind die Zukunft unserer Stadt. Wenn eine Stadt keine Kinder oder zu wenige Kinder hat, dann braucht man nicht besonders schlau sein, dann gehen die Prognosen natürlich dahin, dass es irgendwann mal zu einer Überalterung kommt. Und dann ist die Zukunft von Städten, aber auch von Regionen gefährdet. Wir können das jetzt gerade nahezu täglich in den Zeitungen und Medien verfolgen, wie prognostiziert wird, wie sich Regionen in Ostdeutschland entwickeln, gerade in Ostdeutschland. Und deshalb bin ich sehr froh und stolz, dass wir in unserer Stadt mit unseren Ortsteilen hier, Gott sei Dank, eine etwas andere Entwicklung nehmen und alle Prognosen, und das kann ich sagen, der letzten 10 Jahre, was die Bevölkerungsentwicklung von Wernigerode anging, waren falsch. Die waren insofern falsch, als dass sie immer von negativeren Zahlen ausgingen, als die, die wir aktuell haben. Und ich hoffe und wünsche natürlich, dass sich das fortsetzt. Dafür haben die Investoren, die Stadtwerke und das Bauunternehmen einen Beitrag geleistet. Es geht um die Zukunft unserer Stadt und damit natürlich um tolle Möglichkeiten der Kinderbetreuung in den Einrichtungen. Und ich glaube, wenn ich in die freudigen Gesichter schaue, sowohl der Kinder als auch der Erzieherinnen, ich glaube, ihr habt alles richtig gemacht. Ich durfte mir den Kindergarten schon vor ein paar Wochen ansehen. Ich bin begeistert. Ich hoffe und wünsche, dass es bei euch auch so ist und dass wir weiterhin viele Kinder haben, nicht nur in Reddebach, sondern in der Stadt Wernigerode. Generalauftragnehmer war die Industriebau Wernigerode GmbH, die jetzt gemeinsam mit den Wernigeröder Stadtwerken als Bauherr den obligatorischen Schlüssel überreicht. Ähnlich wie hier in Reddebach haben wir mittlerweile 15 Kindergärten in Magdeburg gebaut. Somit kann man das schon als gewissen Typenbau bezeichnen, der uns hier dann in die Lage versetzte, wirklich in kurzer Zeit unter einem Jahr zu planen, zu bauen und fertig zu werden. Also die Fristen voll eingehalten. Sie sprachen gerade davon, Fristen voll eingehalten. Gab es Schwierigkeiten zwischendurch? Nein, das übliche Tagesgeschäft, nichts, was für uns unlösbar war, keine Probleme. Was wurde alles hier gebaut? Vielleicht können Sie zum Bau noch ein paar Auskünfte geben. Die Aufgabe war, für 65 Kindergartenplätze ein Gebäude zu errichten. Das haben wir hier umgesetzt. Etwas über 600 Quadratmeter Gebäudefläche. Die Außenanlagen war ein separates Teil los. Das war nicht in unserem Auftrag. Aber ich denke, insgesamt ist es ein sehr gelungenes Objekt geworden. Alle Beteiligten sind sich einig. Hier auf der grünen Wiese ist etwas Tolles entstanden. Der Flachbau bietet für die Kleinen und auch für die Erzieherinnen komfortable Bedingungen. Ob sanitäre Einrichtung oder Mehrzweckraum und Kreativzimmer, ob Kinderküche und Besprechungsraum. Hier wurden alle Wünsche wahr. Wir als Erzieher und Kinder haben lange auf diese neue Einrichtung gewartet und sind jetzt sehr glücklich, endlich einziehen zu dürfen. Und es sind wunderbare Bedingungen für die Kinder, für uns Erzieher. Und es ist ganz toll, wir durften jetzt schon ein paar Tage drin wohnen. Und die Kinder finden sich Tag für Tag besser zurecht und wir genießen einfach unser tolles neues Haus. Was hat sich im Vergleich zum alten geändert?
Also erstmal haben wir doppelt so viel Platz wie vorher. Wir haben jetzt Waschräume für den Kita-Bereich, also für den Kindergartenkinder und für die Krippenkinder getrennt. Wir haben große Gruppenräume, einen großen Flur, den wir auch für Bewegung nutzen können. Herzstück der Einrichtung ist die Kinderküche, wo wir alle Mahlzeiten, Frühstück, Mittag und Vesper, gemeinsam einnehmen, sodass unsere Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Kinder, tagtäglich wächst und gestärkt wird. Wie viele Kinder gehen in die Einrichtung? Im Moment sind wir 54 Kinder, aber wir haben viele Anmeldungen und wir werden bald voll sein, unsere Kapazität erreicht haben. Und da freuen wir uns sehr drüber, dass es so gut angenommen wird. Und die Eltern sind, glaube ich, jetzt auch sehr glücklich und froh, so eine tolle Kita zu haben. Das neue Investorenmodell mit den Stadtwerken Wernigerode war die Chance für die Stadt, eine neue Kindereinrichtung zu errichten, ohne ihren Haushalt so stark zu belasten. Und vielleicht bleibt es nicht nur bei diesem einen Projekt. Bislang Unbekannte sind am 24. August in die Bürogebäude der Neinstädter Anstalten eingebrochen. Diese zerstörten zunächst den Zaun, um auf das Gelände zu kommen. Danach hebelten sie die Eingangstür auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume, wobei sie dazu mehrere Türen gewaltsam öffnen mussten. Die Täter hatten es vermutlich auf PC-Technik, Werkzeuge und Essbares abgesehen. Durch die Alarmierung der Polizei wurden sie vermutlich gestört und ergriffen die Flucht. Die Zerstörung im Gebäude war erheblich, sodass sich der Schaden auf über 10.000 Euro beläuft. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Bei einer Verkehrskontrolle in der Magdeburger Straße in Halberstadt stellten die Beamten im PKW eines 24-jährigen Mannes aus Schönebeck einen starken Cannabisgeruch fest. Der Mann gestand, vor einigen Stunden Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Außerdem konnten einige wenige Gramm der Droge aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter berauschenden Mitteln ermittelt. Am 26. August kam es auf dem Spiegelsbergenweg, Ecke Klopstockstraße in Halberstadt, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krat, wobei der Kratfahrer schwer verletzt wurde. Der 48-jährige PKW-Fahrer übersah den 86-jährigen Halberstädter mit seiner Suzuki, der sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße befand. Es kam zum Zusammenstoß, der Rentner wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingewiesen werden. Suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden, zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, 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 mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. Die Spezialisten für Spitzentechnik mit persönlicher und individueller Beratung. Mein Service macht den Unterschied. EP Mediapark Schubinski. Ihr Partner für Haushalts- und Elektrotechnik in Quedlinburg. Auch in dieser Woche gibt es tolle Angebote und sogar ein neues Produkt im Sortiment im EP Mediapark Schubinski.
Den Anfang macht das Samsung Galaxy Tab A für nur 179,99 Euro. Mit 32 GB hat es genug Speicherplatz und Sie können praktisch alles Nötige überall hin mitnehmen. Jetzt neu im Sortiment, der Weltmarktführer für Dashcams. Das Produkt von der Firma Nexbase kann im Falle eines Unfalls Ihre Unschuld beweisen. Lassen Sie sich im EP Mediapark Schubinski gerne weiter beraten. Für einen Top-Klang sorgt der leistungsstarke Bluetooth-Lautsprecher von Yamaha. Hören Sie überall Ihre liebste Musik in Top-Qualität für nur 133 Euro anstatt 269 Euro. Ein weiteres tolles Angebot ist auch das Notebook von HP für nur 399 Euro. Ein 8 GB leistungsstarker Arbeitsspeicher und die 256 GB SSD-Festplatte sorgen für schnelles und effizientes Arbeiten überall. Lassen Sie sich zu diesen oder weiteren Angeboten bei uns im EP Mediapark Schubinski in Quedlinburg beraten. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Am 29. August können Sie Zeuge eines großen Sportevents werden. Die Deutschlandtour beendet die erste Etappe mit dem Ziel in Halberstadt. Neben dem Zieleinlauf um etwa 17 Uhr gibt es auch das Expo-Gelände, welches ab 12 Uhr zugänglich ist. Auch für die jungen Gäste ist eine Fahrraderlebniswelt aufgebaut. Zudem können Sie an der Sternfahrt teilnehmen. Dabei wird eine Gruppe von einem erfahrenen Guide von Quedlinburg, Thale, Ilsenburg und Blankenburg aus nach Langenstein begleitet, damit sie dann alle gemeinsam von dort aus um 13 Uhr das Ziel durchfahren können. Seien Sie also bei dem Zieleinlauf dabei, denn der Eintritt ist kostenlos und das Event erstmalig direkt vor der Haustür. In der Liebfrauenkirche in Halberstadt findet am 31. August das All Together Now Event statt. Es geht dabei um die Begegnung mit anderen Kulturen und den geflüchteten Menschen, die man willkommen heißen will. Zusammen soll gesungen, getanzt und Musik gemacht werden. Sie können also neue Leute kennenlernen und gemeinsam Zeit verbringen. Vor Ort wird für die Verpflegung gesorgt, der Eintritt ist frei. Kommen Sie also am 31. August um 14.30 Uhr in die Liebfrauenkirche. Gegen 16.15 Uhr endet das Event. Freuen Sie sich auf einen irischen Abend im Brauhaus Heine in Halberstadt. Am 31. August spielt die Irish Folk Band Drunken Donkeys aus dem Harz zur Pub Night um 19 Uhr. Mit ihren Liedern begleiten sie die Musiker auf eine Reise in die irische Kultur. In dem noblen Ambiente können sie zeitgleich ein hausgemachtes Bier genießen. Besuchen Sie also die Pub Night mit den Drunken Donkeys am 31. August um 19 Uhr im Brauhaus Heine und genießen Sie einen schönen Abend. Freuen Sie sich auf einen irischen Abend in der Blasikirche in Quedlinburg. Am 6. September spielt die Irish Folk Band Drunken Donkeys aus dem Harz um 20 Uhr in einer gemütlichen Atmosphäre in der Kirche. Mit ihren Liedern werden sie von den Musikern auf eine Reise zu den grünen Hügeln Irlands mitgenommen. Durch den besonderen Klang und das Ambiente kommt die Musik mit besonderer Wirkung bei Ihnen an. Besuchen Sie also die Drunken Donkeys am 6. September um 20 Uhr in der Blasikirche in Quedlinburg und genießen Sie einen schönen Abend. Am 8. September findet das Zuckertütenfest für die neuen ABC-Schützen im Bürgerpark Wernigerode statt. Im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr wird den Kindern ein einmaliges Angebot, was sich im grünen Klassenzimmer ereignen soll, mit einer Zaubershow der Zwergenparty geboten, bei welcher Sie selbst mitmachen können. Zusätzlich wird auch gebastelt, Luftballonfiguren geformt und zusammen mit den Tierpflegern können die vielen Tiere des Bürgerparks gestreichelt und gefüttert werden. Eine Menge Vierbeiner erwarten euch
unter anderem Ziegen, Kaninchen und Meerschweinchen. Zum Abschluss des Nachmittags können alle Kinder den Zuckertütenbaum mit seinen 70 Zuckertüten für die Erstklässler und ihre Geschwister besuchen. Freuen Sie sich also auf einen schönen Nachmittag, bevor es für die kleinen Schulanfänger in der Schule so richtig losgeht. Interessieren Sie sich für Pflanzenkunde oder wollen Sie einfach etwas über die Vegetation im Oberharz erfahren? Dann besuchen Sie am 11. September das Bildungshaus Karl Ritter in Quedlinburg. Hans-Ulrich Kieson, ehemaliger stellvertretender Leiter des Nationalparks Harz, will Ihnen eine Übersicht über die Gewächse und Gegebenheiten des Oberharzes verschaffen und darauf eingehen, wie sich die Bewirtschaftung der Wälder auf die Umwelt auswirkt. Schauen Sie also vorbei, wenn Ihr Interesse für diese Thematik geweckt worden ist. Am 18. September findet im Städtischen Museum Halberstadt eine Lesung des Buches Geisterstätten in Sachsen-Anhalt statt. Bei diesem Titel handelt es sich um eine Reise durch verschiedene, zurückgelassene alte und zerfallene Bauwerke, sogenannte Lost Places, hier in Sachsen-Anhalt. Um 19 Uhr stellt der Buchautor Uwe Schimonek sein Werk vor, welches er mit seinem Partner Arno Specht geschaffen hat. Dabei geht es beispielsweise um das verlassene Clubhaus in Halberstadt und andere solcher Lost Places im Harz. Kommen Sie also mit auf eine Reise in diese ehemaligen Kulturstätten und erfahren Sie etwas über die Geschichte hinter den zerfallenen Mauern und den leblosen Gängen. Im Nordharzer Städtebundtheater wird am 20. September das Stück Captain's Diner aufgeführt. Die Komödie von Michael Herrl handelt von einer einsamen Insel, auf welcher plötzlich ein Mann angespült wird. Die auf der Insel lebende Frau und der Schiffsbrüchige geraten immer wieder mit ihren Problemen in Konflikte. Gespielt wird dieses Stück um 19.30 Uhr im Nordharzer Städtebundtheater in Quedlinburg. Planen Sie sich ruhig einen kulturellen Abend ein und verpassen Sie dieses humorvolle Stück nicht. Die Kunstausstellung Naturmensch zeigt 62 Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie und Bildhauerei und Skulptur in St. Andreasberg. Eine fachkundige Jury aus diversen Ländern verschiedener Kontinente suchte das Beste aus 438 Bewerbungen heraus. Die Ausstellung wird am 14. September 2019 um 19 Uhr in der Rathausscheune in St. Andreasberg eröffnet und ist im Anschluss daran von 11 bis 19 Uhr in der Rathausscheune im Atrium der St. Andreaskirche und in der Martinikirche zu begutachten. Zum 100. Bauhausjubiläum bietet das Land Sachsen-Anhalt ein vielseitiges kulturelles Programm, dessen Höhepunkt die Eröffnung des neuen Bauhausmuseums in Dessau bilden wird. Dann endlich bietet sich die Gelegenheit, die umfangreichen Sammlungen der Stiftung Bauhaus Dessau dauerhaft der Öffentlichkeit zu präsentieren. Erzählt wird die Geschichte und Rezeption der epochemachenden Schule und ihrer pädagogischen, konzeptionellen und gestalterischen Ansätze für Druckerzeugnisse und Schrifttypen, Möbel, Lampen, Textilien, Tapeten und Architekturen, die heute selbstverständliche Bestandteile unserer Lebensweise sind. Das Museum wird am 9. September 2019 eröffnet. Besuchen Sie unsere einzigartige Ausstellung. Sachsen-Anhalt, hier macht das Bauhaus Schule. Hashtag modern denken. Das Nordharzer Städtebundtheater entführt Sie am 30. August mit einer Operngala in das Feuer des Südens. Ab 19 Uhr präsentieren erlesene Solisten und das Orchester unter der Leitung von Musikdirektor Johannes Rieger verschiedene Ausschnitte von Verdi, Puccini und vielen weiteren. Dabei sorgt die traumhafte Kulisse des Halberstädter Bochardi-Klosters für eine ganz besondere Atmosphäre. Karten sind an den Theaterkassen und an der Abendkasse erhältlich. Vom 27. Juli bis zum 1. September finden zum mittlerweile 24. Mal die beliebten Open-Air-Festspiele auf dem Wernigeröder Schloss statt. Neben eindrucksvollen Konzerten erwartet die Gäste die von Birgit Kronzage inszenierte Bellini-Oper Romeo und Julia. Ein professionelles, internationales Gesangsensemble wird das Publikum begeistern. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets, erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.pkow.de.
RFH zeigt, was den Harz bewegt.